Albert Einstein, Thomas Mann und Charles de Gaulle starben daran, am Aneurysma. Sie starben an den Folgen einer Detonation im Bauchraum, am Aneurysma. Dieses Thema wird uns in der kommenden Stunde hier beschäftigen. Unser Expertenteam aus dem SAH Waldklinikum wird Sie umfangreich informieren über diese Problematik und Ihnen im Anschluss an die Veranstaltung dann auch noch zu dem Frage-Antwort-Spiel zur Verfügung stehen. Ich möchte Sie zunächst vorstellen, die Expertenrunde. Sie sind alle vier Mitglieder des Gefäßzentrums am SAH Waldklinikum in Gera. Zu meiner Rechten, ganz außen, Herr Privatdozent Dr. Thomas Lesser. Er ist Chefarzt der Klinik für Thorax- und Gefäßchirurgie, Angiologie am SAH Waldklinikum in Gera. Neben ihm Frau Dr. Sabine Fendt, Oberärztin am gleichen Haus, Angiologin, Diabetologin, Expertin auf dem Gebiet vor allen Dingen der Diagnostik von Gefäßerkrankungen und auch des Aneurysmas. Zu meiner Linken außen Herr Dr. Hans-Joachim Fritsch, ist das richtig? Ja. Hans-Joachim Fritsch, Oberarzt an der Klinik und erfahrener Chirurg, Experte auf dem Gebiet der Gefäßchirurgie. Neben Ihnen Herr Dr. Tobias Grössner. Er ist ebenfalls Oberarzt und arbeitet im Institut, gucke ich nochmal nach, für Röntgendiagnostik und interventionelle Radiologie. Mein Name ist Klaus-Peter Kirsten. Ich bin Journalist von Beruf und beschäftige mich seit vielen Jahren jetzt ausschließlich mit Themen der Medizin. Ja, nochmal zum Thema: mehr Wissen über die Bauchschlagader, deren lebensgefährliche Aussackung und die Früherkennungsmethode, die wir Ihnen heute auch hier vorstellen werden. Ich dachte das schon, das Thema heißt eine Zeitbombe im Bauch. Es ist also eine heimtückische Erkrankung, die in erster Linie Männer betrifft. Und worum es sich dabei handelt, wird uns jetzt im Näheren Herr Dr. Lesser vorstellen. Er wird diese Krankheit quasi in einem Kurzporträt etwas näher zeichnen. Vielen Dank. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich möchte Ihnen in aller Kürze in das Thema einführen. Es geht um die Erweiterung der Bauchschlagader und insbesondere möchte ich Sie informieren darüber, dass es eine Frühvorsorgeuntersuchung, eine Früherkennungsuntersuchung gibt, die Todesfälle verhindern kann. Sie sehen hier auf der linken Seite von Ihrer Seite aus, der Patient, die Schlagader geht ja vom Herzen ab, die große macht einen Bogen, geht durch den Brustkorb, dann weiter an der Wirbelsäule entlang in den Bauch und teilt sich dann auf. Also es ist die größte Schlagader, die der Mensch hat, normalerweise so 2,5 Zentimeter vom Durchmesser her. Ja. Erweitert sich diese Schlagader, wird sie größer, beutet sich aus, dann sprechen wir von einer Bauchschlagadererweiterung oder wir sagen auch Aneurysma dazu. Und dieses Aneurysma nun ist gefährlich. Warum? Es macht keine Schmerzen. Es dehnt sich aus, wird immer größer. Und die meisten Patienten haben eigentlich keine Schmerzen, vielleicht etwas Rückenschmerzen, aber ansonsten eigentlich symptomlos. Und das ist eben das Gefährliche. Ab einer Erweiterung von etwa 5 bis 5,5 Zentimetern wird es gefährlich. Das weiß man aus verschiedenen großen Statistiken. Dann ist die Gefahr, dass es einreißt, sehr groß. Und was passiert? Das Blut tritt aus und man verblutet innerlich im Bauch hinein. Ja, es treten also viele Liter Blut aus und es ist eigentlich mit dem Leben nicht vereinbar. Nun, wenn das passiert, dann hatten zu 80% eigentlich keine Chance, das zu überleben. Es gibt Fälle, wo man doch im Krankenhaus dann durch Operationen und Eingriffe das Leben retten kann, aber das ist, wie gesagt, nur in 20% der Fälle möglich.
Die Frage ist nun, gibt es eine Untersuchung, die nachweisen kann, dass sie in der Lage ist, die Todesfälle, die Sterblichkeit daran zu senken? Sogenannte Früherkennungsuntersuchungen, Vorsorgeuntersuchungen, wir sagen auch Screening dazu. Sie haben das schon mal gehört bei Brustkrebs zum Beispiel oder Darmspiegelung bei Darmkrebs. Gibt es das? Es ist nun ganz wissenschaftlich vorgegangen worden und es wurden sehr viele Studien untersucht. Und zwar drei ganz große Studien hier oben mit 137.000 Patienten wurden untersucht und ausgewertet, wissenschaftlich. Nicht so mal nebenbei, sondern richtig vom Institut. Dieses Institut heißt Institut für Qualitätssicherung und Wirtschaftlichkeit in der Medizin. Diese Leute haben also über mindestens 2 Jahre diese Studien ausgewertet und sich gefragt, bringt diese Vorsorgeuntersuchung etwas? Und letztendlich sind sie zu dem Schluss gekommen, ja, die Ultraschalluntersuchung als Vorsorgeuntersuchung kann Leben retten, die Sterblichkeit senken. Gibt es noch ein paar Detailaussagen, sie kann auch die Gesamtsterblichkeit senken und die Rupturhäufigkeit und die Anzahl der Notoperationen, das ist gesichert. Und nun kommt der springende Punkt, es konnte nur nachgewiesen werden bei Männern über 65 Jahren. Also Männer über 65 Jahren profitieren von solcher Vorsorgeuntersuchung. Bei Frauen konnte der Effekt nicht gezeigt werden. Das hängt damit zusammen, weil die Häufigkeit der Erkrankung bei Frauen niedriger ist als bei Männern. Und immer wenn eine Erkrankung in einer großen Population sehr niedrig ist vom Auftreten her, dann bringen die Vorsorgeuntersuchungen meistens nichts. Aber bei Männern ist es nachgewiesen worden. Sodass letztendlich der gemeinsame Bundesausschuss, das ist das große Organ, was Richtlinien in der Medizin verfasst, eine Richtlinie ausgesprochen hat, und die zwar im Dezember oder Oktober 16, dass diese Untersuchung eine Leistung der gesetzlichen Krankenversicherung ist. Also die Untersuchung auf Bauchaortenaneurysma mittels Ultraschall muss von der Kasse bezahlt werden. Bei Männern über 65 und zwar einmal. Zu mehr konnte man sich nicht durchringen. Es ist die einzige Vorsorgeuntersuchung, die es jetzt gibt, wo wirklich wissenschaftlich nachgewiesen wurde, dass es die Sterblichkeit senken konnte. Wie wird das gemacht? Sie werden das dann nochmal live sehen. Die Frau Oberarzt-Fendt wird einen Patienten mal Ihnen im Ultraschall zeigen, wie das gemacht ist. Eine ganz einfache Untersuchung. Sie wird das ganz kurz erläutern. In Rückenlache, man muss nicht nüchtern sein, dauert 5 Minuten und ist wirklich jetzt nicht hochspezialisiert. Was passiert, wenn man nun beim Ultraschall so eine Erweiterung entdeckt? Das heißt natürlich nicht sofort, dass man dort operiert oder andere Maßnahmen ergreift, sondern man guckt, wie ist der Durchmesser? So von 2,5 bis 5 würde man erstmal beobachten, also Kontrollen machen mit Ultraschalluntersuchung. Diese Kontrollen würden wir dann im Gefäßzentrum übernehmen, wenn Ihr Hausarzt oder Internist erstmalig sowas festgestellt hat. Wichtig ist, es sollte in ein Gefäßzentrum erfolgen, dort, wo dann auch die spätere eventuelle Operation erfolgt, weil diese Gefäßzentren die Richtlinien erfüllen für die Qualitätssicherung. Also nicht jedes Krankenhaus kann ein Bauchaortenaneurysma qualitativ adäquat versorgen. Also es müssen genügend Ärzte, Fachspezialisten da sein. Es müssen genügend Einrichtungen von Anästhesie, Intensivmedizin da sein, Herzkatheter muss da sein, Dialyse muss da sein, Intensivstation. Das kann eigentlich nur ein größeres Krankenhaus leisten. Wenn das Aneurysma größer ist als 5 bei Frauen und größer als 5,5 bei Männern, dann empfiehlt man eigentlich dem Patienten, das zu versorgen. Also irgendein Verfahren zu nehmen, um das abzudichten, dass es nicht mehr weiter wächst. Das können wir dann diskutieren. Es gibt 2 Verfahren, nur zur Information. Einmal die offene herkömmliche Operation und das andere ist das Katheterverfahren. Hierzu haben wir die Spezialisten hier, auf der einen Seite Oberarzt Frisch zum offenen Verfahren, auf der anderen Seite Herrn Oberarzt Grössner, der Radiologe, der das als Spezialist perfekt beherrscht. Die können Sie dann in der Diskussion Ihre Fragen loswerden. Ich wollte Sie nur informieren, es gibt 2 Möglichkeiten, wie man das dann versorgen kann. Das hängt von verschiedenen
Gegebenheiten ab. So viel zur Einführung. Erstmal in das Thema. Gibt es jetzt ganz dringliche Fragen, die sofort Sie loswerden wollen? Wenn es nicht der Fall ist, dann würde vielleicht die Frau Oberarzt Fendt mal einen Patienten Ihnen zeigen, wie so eine Vorsorgeuntersuchung, so eine Ultraschalluntersuchung funktioniert. Zuvor noch ganz kurz, das habe ich vorhin eingangs vergessen. Die jungen Männer, die hier an den Kameras stehen, sind vom offenen Kanal, heißt jetzt Labor 14, vom Medienbildungszentrum. Dieser Beitrag heute, diese Sendung wird aufgezeichnet und wie ich erfahren habe, nach dem 24. September, weil die jetzt im offenen Kanal mit der Wahlvorbereitung beschäftigt sind, ausgestrahlt werden. Vielleicht informieren Sie sich dann anhand des Programms, wann das genau kommt. In der Regel beginnt das dann immer mittwochs und wird dann eine Woche lang alle 6 Stunden gezeigt. Also das nur zur Information. Wir kommen jetzt zur Demonstration. Wie wird nun das Aneurysma diagnostiziert? Meistens ist das ja ein Zufallbefund. Bei Ultraschall im Bauchraum wird das oft gefunden. Und Frau Dr. Fendt wird jetzt demonstrieren, wie das vonstatten geht. Also freundlicherweise hat sich unser Patient, der bei uns... Also kann man das hier noch lauter stellen oder jetzt besser zu hören? Ja, also wir haben einen Patienten Ihnen heute mitgebracht oder er ist freundlicherweise zu dieser Veranstaltung gekommen, der bei uns jetzt schon in Kontrolle ist, wegen eines zufällig entdeckten Bauchaortenaneurysmas. Bei ihm ist es entdeckt worden im Rahmen der Untersuchungen wegen Rückenschmerzen. Ich denke nicht, dass die Rückenschmerzen davon kamen. Die Wirbelsäule ist untersucht worden im MRT und die Bauchschlagader läuft ja unmittelbar vor bzw. neben der Wirbelsäule entlang. Und dort hat man das dann entdeckt. Und deswegen ist er zu unserem Chefarzt in die Sprechstunde überwiesen worden. Und wir haben das, die Bilder uns angeschaut und im Ultraschall auch das Ganze nochmal kontrolliert und haben uns entschlossen, aufgrund der Größe, wenn wir gleich sehen, ihn erstmal in regelmäßiger Kontrolle zu behalten. Gut, jetzt wollen wir mal schauen, ob das hier gut erkennbar ist. Naja, schauen wir mal. Also ich erkläre Ihnen erstmal, was Sie hier so sehen. Hier oben die Leber, hier Herz kann man erkennen und hier sehen Sie schon die Bauchschlagader, die hier durch das Zwerchfell durchtritt und hier oben noch, jetzt gleich mal ausmessen, eine normale Weite sehr wahrscheinlich hat. So an der Grenze 2,6 cm. Im Bauchraum sollte die Bauchschlagader sollte so bis 2 cm sein. Zwischen 2 und 3 cm sprechen wir dann von einer Erweiterung und ab einer Größe von 3 bzw. über 3 cm von einem Aneurysma, einer Aussackung. Hier sehen Sie schon auf dem Weg zum Aneurysma die Erkrankung, die in der Regel mit im Spiel ist, außer bei seltenen angeborenen Erkrankungen bei jüngeren Menschen, die Arteriosklerose. Hier sehen Sie eine relativ große Cholesterinkalkplaque, eine Ablagerung. Die Arteriosklerose führt dazu, dass die Wand brüchig wird. Hier sehen Sie schon, sieht es anders aus. Ja, meistens schlängelt sich die Bauchschlagader dann auch noch, läuft nicht mehr so gerade, sondern geschlängelt. Hier ist die erweiterte Stelle. Schauen wir mal in dieser Ebene, auf welche Größe wir hier kommen. Ja, 3,7. Dann schaut man natürlich immer das Ganze sich noch im Querschnitt an. Hier sehen Sie
dieses große Kalkbeet, was fast einmal ganz rumgeht, an dieser Stelle. Ja, 3,8. Man muss es dann immer an mehreren Stellen und in mehreren Ebenen messen. Die Computertomographie kann das natürlich noch besser, die kann dann ganz genau schauen, es wird immer mehr, 3,9. Ob wir exakt quer sind oder ob wir aufgrund der kurvenreichen Strecke nicht so ganz exakt gemessen haben. Also 3,9 hat man das letzte Mal auch, ja? Ja, so in der Dreh. Also wir hatten ja gesagt, ab 5 bzw. 5,5 werden wir dann aktiv. Jetzt schauen wir nochmal, Sie sehen hier das Blut, wie das hier durchfließt. Und man kann sich, ich erkläre das dem Patienten immer, mit dem porösen Gartenschlauch, ne? Hat sie das sicher schon mal gesehen, die Wand wird durch Alterserscheinungen auch beim Schlauch porös und bei großem Druck, wenn noch einer vorne vielleicht die Kinder aus Spaß die Düse zuhalten, dann gibt es so eine Blase, ne? Und die, so ähnlich kann man sich das hier vorstellen. Also Druck von innen ist ja da, wenn Sie mal, wenn jemand hohen Blutdruck hat und hat mal beim Blutdruck von 160, 180 oder so sich einen Blutdruck messen lassen, dann merken Sie, was da für ein Druck aufgewendet werden muss, damit die Arterie komprimiert werden kann. Und das Ganze von innen auf ein poröses Gefäß, das kann also hier durchaus zum Wachstum führen. Besonders dann, hier gehen die Beckenarterien schon ab, besonders dann, wenn der Blutdruck nicht gut eingestellt ist. Also das ist was ganz Wichtiges, was wir unseren Patienten auch immer raten. Blutdruck muss möglichst sehr gut eingestellt sein. Das heißt also maximal, na jetzt kommt der Luft, maximal 140 zu 90 mm Quecksilbersäule und natürlich andere Risikofaktoren wie die erhöhten Blutfette. Der Zucker spielt eine Rolle, Rauchen bzw. Nichtrauchen ganz wichtig oder aufhören zu rauchen, um das Wachstum möglichst zu bremsen. Wir würden jetzt empfehlen, wenn wir den Patienten das erste Mal sehen und das Aneurysma frisch neu entdeckt wurde, dass wir die erste Kontrolle nach einem halben Jahr schon mal machen, um zu gucken, wächst es jetzt schnell, tut sich eher nichts oder nicht viel, und dann entscheiden wir, wie wir die Kontrollintervalle gestalten, meistens dann weiter jährlich, wenn jetzt kein großes Wachstum innerhalb des ersten halben Jahres ist. Und wenn das Aneurysma wächst und wir uns der Größe von 5 bzw. 5,5 cm nähern, dann würden wir zur Behandlungsplanung eine Computertomographie machen, denn es entscheidet sich anhand dieses Befundes dann, wo das Aneurysma sitzt, wie viel Abstand zu den Nierenarterien ist oder zu den Beckenschlagadern, ob es in die Beckenschlagadern übergeht. Davon hängt ab, ob man das mit einer Endoprothese, also so einer Stentprothese, versorgen kann oder ob man das offen operieren müsste. Da gibt es verschiedene Voraussetzungen, das würde jetzt zu weit führen. Aber in der Regel gehen wir erst dann zum CT über. Bis dahin kontrollieren wir das Ganze mit Ultraschall, und das dauert 1-2 Minuten, um das sich einzustellen und zu vermessen. Naja, sagen wir mal 5 Minuten mit noch einem Befund schreiben. Ist relativ einfach zu machen. Und jeder, der Ultraschall gelernt hat, kann das eigentlich, wobei abzuwarten bleibt, wie das Ganze, dieses Screening dann in der Praxis umgesetzt werden wird und kann. Wer das dann macht, schauen wir mal. Ich hoffe, das bleibt nicht alles an uns hängen. Aber eigentlich müsste das jeder können. Also zumindest das Screening, jeder, der Ultraschall kann vom Bauch, kann erkennen, ob die Bauchschlagader zu groß ist, und muss zumindest ungefähr einen Durchmesser hier bestimmen können. Und dann kann der Patient ja immer noch zu uns geschickt werden, wenn was gefunden wird. So sollte es eigentlich laufen. Ich hoffe, das wird auch so werden. Da gibt es dann noch Dinge zu klären mit kassenärztlichen Vereinigungen und Abrechnungsmodalitäten und weiß ich nicht was. Ich weiß nicht, wann das ist, das schon in Kraft oder erstmal nur Absichtserklärung. Ich weiß gar nicht, wie weit das jetzt ist.
Thomas? Ja, es ist, die Richtlinie liegt vor und die KV diskutiert jetzt, wie sie das eben umsetzt. Ne? Also nicht gleich morgen zum Hausarzt gehen und das auch Ordnungstraining verlassen. Ja, doch. Weil Sie wissen ja, wie es ist, ohne Eigeninitiative und Druck aufbauen passiert ja nichts, ne, in unserer Gesellschaft. So ist es ja. Und die KV möchte natürlich Geld sparen und wenn niemand das einfordert, dann spart sie Geld. Das heißt also, das Ziel der Veranstaltung ist, dass Sie das einfordern von Ihren Hausarzt und sagen, also ich bin jetzt männlich, 65 Jahre, ich möchte ganz gerne mal die Untersuchung haben. Es ist keine Pflicht, Sie müssen das nicht, ne? Das liegt bei Ihnen. Wir wollten Sie nur darüber informieren. Und dann, wenn der Ultraschall gemacht wird von allen, dann muss es auch bezahlt werden. Das heißt, Sie müssen das nicht bezahlen. Männer über 65, einmal. So, vielen Dank, Frau Dr. Fendt, für diese Demonstration. Vielleicht nutzt wirklich der eine oder andere, vor allem Männer, die Möglichkeit, also wenn sie über 65 sind, zum Ultraschall, um das wirklich abklären zu lassen, dass man auf der sicheren Seite ist. Und wie der Dr. Lesser das gerade sagt, die Kassen sind verpflichtet, das für Männer über 65 Jahren für dahin zu zahlen. Warum eigentlich sind in erster Linie Männer über 65 Jahren betroffen? Sind die das sensiblere Geschlecht oder gibt es Ursachen dafür? Kann man das jemand beantworten? Ja, genau, das ist in erster Linie schon mal statistische Tatsache. Und wir wissen ja zumindest, was Herz-Kreislauf-Erkrankungen betrifft, sind die Männer den Frauen meistens um einige Jahre voraus. Aber was Herzinfarkte und Schlaganfälle betrifft, holen die Frauen nach der Menopause die Männer eigentlich ein. Zum Teil überholen sie sogar. Warum das mit dem Bauchaneurysma ausgerechnet bei Männern anhaltend anscheinend häufiger ist als bei Frauen, ist mir keine Erklärung bekannt, muss ich sagen. Ja. Welche Risikofaktoren können denn zum Aneurysma führen? Ja, ich habe es schon so nebenbei versucht zu erwähnen, also alle Risikofaktoren, die eigentlich zur Arteriosklerose führen, das sind also erhöhter Blutdruck, erhöhte Blutfette, Rauchen, Diabetes und natürlich aber auch familiäre Disposition, das heißt, wir haben oft Patienten, die sagen, also mein Vater, meine Mutter, meine Oma, die hatte auch schon sowas. Also da gibt es auch genetische Veranlagungen, sagen wir mal so, sicherlich. Ja. Soweit zur die. Ja? Nochmal ganz kurz zur Ergänzung auch, wir würden natürlich auch bei Frauen das empfehlen, die diese Risikofaktoren haben, die Sie gerade gehört haben, ja, also die schon mal einen Schlaganfall hatten, die Bluthochdruck hatten, alles das, was jetzt genannt ist, das macht natürlich bei Frauen auch die Veränderung. Deswegen würden wir das auch als Gesellschaft, als Spezialisten Gefäßmediziner auch bei Frauen empfehlen. Das ist nur nicht gesichert worden statistisch, dass das letztendlich was bringt, aber der Einzelfall ist entscheidend, nicht die Masse. Ja? Nur es wird eben von der Kasse nicht bezahlt. Ne? Das muss man eben dazu sagen, aber wir empfehlen das auch bei Frauen. Und in Ihrer täglichen Praxis haben Sie auch Frauen, die Sie mit einem Aneurysma behandeln? Natürlich. Okay, soweit zur Diagnostik dieser schicksalhaften Erkrankung. Wir kommen nun zu den Behandlungsmöglichkeiten. Das ist ja auch schon angedeutet worden. Es gibt diese klassische Methode, also die große Operation, für die unter anderem Herr Dr. Frisch zuständig ist, der im Laufe seiner medizinischen Laufbahn da schon viele auf dem OP-Tisch zu liegen hatte. Herr Dr. Frisch, vielleicht können Sie erläutern, was wird bei dieser großen Operation denn gemacht? Also die offene Operation des Aortenaneurysmas ist die klassische Operation, die seit vielen Jahren gepflegt wird. Da hat sich auch in den letzten Jahren an der Technik nicht so viel verändert. Bei dieser Operation muss der Bauch eröffnet werden, in der Mittellinie etwa vom Unterrand des Rippenbogens bis fast zur Blase und dann wird das kranke Stück Aorta, Bauchschlagader, durch eine Kunststoffprothese, wir haben hier mal eine mitgebracht, so sieht das ungefähr aus, wird die einfach ersetzt, die wird in das Stück Bauchschlagader hineingenäht, an oben und unten angeheftet mit einer entsprechenden Naht und dann wird der Bauch schichtweise wieder verschlossen.
Das ist eine Methode, die sich gut standardisiert hat und bei Patienten, die elektiv operiert werden, das heißt Patienten, die eben diagnostiziert, geplant zur Operation kommt, auch ein niedriges Risiko hat. Anders ist das bei den Patienten, die vorhin schon angesprochen wurden, die im Notfall kommen, wenn das Aneurysma geplatzt ist oder zumindest eingerissen ist, da ist das dann völlig anders. Und deswegen sind wir also interessiert daran, die Patienten in dem Stadium zu bekommen, zur Operation, bei denen noch nichts passiert ist, wo wir also die Operation gut planen können. Denn wir brauchen, um die Operation durchzuführen, eigentliche Voruntersuchungen, damit wir während der Operation keine Überraschung erleben. Wir wollen also auch wissen, ob der Patient einer schweren Herzkrankheit leidet. Wir wollen wissen, ob die Halsschlagader eingeengt ist durch Arteriosklerose, weil bei der Operation vorübergehend mit Blutdruckabsenkung gerechnet werden muss. Das kann dann im Umkehrschluss auch bei der Durchblutung des Gehirns eine Rolle spielen. Und wenn die sowieso durch eine Einengung der Halsschlagader reduziert ist, könnte das auch zu bleibenden Schäden führen. Das heißt, es sind alles Untersuchungen, die wir im Vorfeld einer Operation durchführen und uns dann geplant zu dem Eingriff entscheiden. Aber das ist die eine Seite der Behandlung. Die andere Seite ist dann die interventionelle Therapie, die jetzt auch angesprochen werden sollte. Die Heilungsaussichten bei dieser Operationsmethode sind aber sehr gut. Die sind sehr gut, ja. Also das, kann man das mit Zahlen vielleicht belegen? Ja, also an den Folgen dieser Operation, an den direkten Folgen der Operation ist keiner Patient gestorben. Es gibt Patienten, die an den Erkrankungen, die sie mitgebracht haben, Probleme bekommen haben nach der Operation. Also an der Herz-Kreislauf-Erkrankung, Herzinfarkt oder ähnliche Komplikationen. Aber direkt Komplikationen des Eingriffes kann ich mich nicht erinnern. Okay. Für die andere Methode, die etwas schonendere Methode, ist Herr Dr. Krössner zuständig, der damit in seiner täglichen Praxis viel zu tun hat. Vielleicht können Sie das mal erläutern, wie das also erfolgt, wenn der Bauchraum nicht geöffnet werden muss. Ja, zunächst mal haben wir neben dem Ultraschall ja noch verschiedene Möglichkeiten, das auch bildlich darzustellen in der Radiologie. Das eine oder andere hat sicher jemand schon von Ihnen gehört, also CT oder MRT. Und die robusteste oder beste Methode, um das bildlich darzustellen und dann auch so eine Operation zu planen, das ist die CT-Untersuchung. Und eine solche CT-Untersuchung ist sowohl für die offene Operation als auch für das Stent-Verfahren unabdingbar. Ne? Wir haben die Möglichkeit, damit in verschiedenen Raumebenen dieses Aneurysma uns anzusehen, auszumessen und eben dann individuell für den speziellen Fall oder für den Patienten diese Prothese, die von verschiedenen Herstellern angeboten wird, auszuwählen. Und das Verfahren ist tatsächlich weniger invasiv, ist entwickelt worden aus den allgemeinen Erkenntnissen der Stent-Angiografie in der Körperperipherie, also an den peripheren Gefäßen, aber auch beim Herzkatheter werden ja auch Stents implantiert. Und so hat man sich überlegt, wie kann man jetzt eine solche Erkrankung möglichst ohne das Abdomen, also den Bauch zu eröffnen, zu therapieren. Und dieses Verfahren ist etwa seit Mitte der 90er Jahre des vorigen Jahrhunderts etabliert und ist natürlich immer weiter entwickelt worden, also vor allen Dingen das Stentmaterial. Ne? Und der Vorteil ist, wir führen den Eingriff auch im OP in Vollnarkose durch, aber es wird eben, der Bauchraum muss nicht eröffnet werden. Ne? Und wir haben die Möglichkeit, über einen kleinen Gefäßzugang im Bereich der Leiste, so wie das in dem unteren Bild hier dargestellt ist, von beiden Leisten gewissermaßen das Aneurysma zu erreichen. Dann wird ein Draht vorgelegt und über diesen Draht wird dann eine Gefäßprothese, ein sogenannter Stentgraft, im zusammengefalteten Zustand, so wie Sie das hier vorne in dem Bild sehen, praktisch über den Draht im zusammengefalteten Zustand in den Körper eingebracht. Dazu ist es natürlich notwendig, dass wir da röntgen, weil wir müssen ja sehen, erstens, wo findet sich das Aneurysma und wo soll am Ende diese Prothese liegen. Es wird Kontrastmittel gespritzt, dabei werden wichtige anatomische Strukturen dargestellt, insbesondere die Nierenarterien, die natürlich offen bleiben müssen für die Nierendurchblutung. Und dann wird unter Durchleuchtungskontrolle dieser Stent, der ist röntgendicht, den sieht man also, das ist so ein Drahtgeflecht mit einer Kunststoffummantelung,
wird dann praktisch freigesetzt und am Ende noch mit einem Ballon an die Gefäßwand anmodelliert. Und wenn die Prothese entsprechend vorher geplant ist, ausgemessen ist, dann ist das auch dicht und das wird dann auch kontrolliert im Ultraschall, bevor der Patient nach Hause geht und dann auch in weiteren Folgekontrollen nach einem Vierteljahr, nach einem halben Jahr und nach einem Jahr. Welche Methode ist denn nun für wen günstiger? Also die Patienten, die uns erreichen, beziehungsweise die diese Erkrankung haben, wir haben ja die obere Grenze 65 gesagt, haben meistens Begleiterkrankungen, Bluthochdruck, manche haben einen Herzinfarkt oder einen Schlaganfall schon erlitten oder haben andere Erkrankungen, die ein gewisses OP-Risiko dahingehend darstellen, dass also ein höherer Blutverlust beispielsweise gefährlich werden kann für Herzkreislauf. Und da zum Beispiel, das wäre ein typischer Fall, um so einem Patienten dann eben diese Stent-Methode anzubieten. Vorausgesetzt natürlich, technische Marker sind gegeben, dass man so einen Stent auch machen kann. Also es gibt Kriterien, die sozusagen vorhanden sein müssen, um so ein Aneurysma mittels Stent zu versorgen. Die Erfolgsaussichten ebenso gut wie bei der großen Operation oder was kann man darüber sagen? Das Verfahren misst sich natürlich an der offenen Aortenchirurgie und die Erfolgsrate ist genauso hoch, liegt etwa bei 100%. Komplikationen und Risiken müssen gering sein, sonst wäre die Methode nicht zugelassen. Aber wie Schäffertz-Lesser schon gesagt hat, es muss also auch ein Zentrum vorliegen, wo eine gewisse Expertise desjenigen vorhanden ist, der diese Methode anwendet. Ansonsten Blutungsrisiko, irgendwelche anderen Risiken sind nicht anders als bei der offenen Operation. Herr Dr. Lesser, das ist auch der Vorteil eines zertifizierten Gefäßzentrums, dass also Erfahrungen vorliegen und dass maßgeschneidert für jeden Patienten die geeignete Operationsmethode ausgewählt wird. Ja, und das fängt ja dabei an, dass die Patienten gemeinsam besprochen werden. Ja. Es kann nicht sein, dass ein Patient zu einem Doktor kommt und er sagt, das machen wir jetzt so, sondern alle, die diese Erkrankung behandeln, an der Erkrankung beteiligt sind, die müssen an einen Tisch und müssen dann gemeinsam sagen, okay, also der ist schwer herzkrank, der hat zwei Herzinfarkte, auch einen Schlaganfall, ist 85, das Aneurysma ist eigentlich günstig für einen Stent, den würden wir jetzt eher einen Stent anbieten als die offene Operation. Das geht aber alleine nicht. So eine Entscheidung sollte man alleine nicht treffen. Da braucht man die Spezialisten an einen Tisch und dann trifft man diese Entscheidung. Oder man sagt, der Patient ist jung, hat keine Herzerkrankung bisher gehabt, diesen Eingriff übersteht er problemlos und der wird offen operiert, weil er damit eben schon auch gut versorgt ist. Denn Sie müssen bedenken, es münden in das Aneurysma auch Gefäße ein und die können dann immer noch mal ein bisschen dort Blut hineinbringen, was man bei der offenen Operation schon auch gut handeln kann. Das ist, kann man beim Endovaskulären eher schlechter, muss man auch hinterher immer wieder kontrollieren. Patienten müssen häufig wiederkommen, viertel-, halbjährlich Kontrollen und so, das ist natürlich belastend. Bei der offenen ist es mit einmal, wenn das gut versorgt ist, dann für alle Zeit eigentlich erledigt. Also das ist wichtig, dass man das im Team bespricht und man muss natürlich auch einiges Eingriffe machen von der Zahl her. Ja. Also man kann das nicht im Jahr zweimal machen und so, sondern man braucht da schon ein bisschen Erfahrung, sowohl endoskopisch als auch operativ. Und dafür sind die Gefäßzentren halt da und und ja. Es gibt da klare Richtlinien von dem gemeinsamen Bundesausschuss, die legen klar fest, und eine Einrichtung, die keine zwei Gefäßchirurgen hat, darf diese Erkrankung nicht behandeln. Ja, und Ihre Klinik genießt ja auf diesem Gebiet einen sehr guten Ruf, hier in der Region, also in Mitteldeutschland, sodass man also wirklich beruhigt mit dieser Erkrankung ins Klinikum, denke ich, gehen kann. Eine Frage an alle, wir reden ja heute ausschließlich über das Bauchaortenaneurysma. Das Aneurysma selbst kann aber auch woanders auftreten, zum Beispiel im Kopf und auch in der Brust. Ja. Kann dazu noch ein paar Aussagen treffen? Es gibt die sogenannte dilatative Angiopathie, heißt auf Deutsch, der Patient hat in fast allen Gefäßprovinzen, meistens ist das die Hauptschlagader, Becken- und Beinschlagadern, erweiterte Gefäße, erweiterte verkalkte Gefäße. Haben wir also einige Patienten, können wir auch nicht sagen,
was da jetzt die Ursache ist, warum der eine nur das hat und der andere hat überall so weite Gefäße, aber das gibt es. Und es gibt auch an eingeweihte Arterien, zum Beispiel der Milzarterie und am häufigsten an der Milzarterie wahrscheinlich oder auch an Arterien, die den Bauch versorgen, Aneurysmata und natürlich auch im Kopf. Ja. Die sind allerdings zum Glück oder na, sagen wir mal so, die sind auch gar nicht so selten. In den Obduktionen sind die, glaube ich, bei 10% der Menschen ungefähr zu finden. Auch da gibt es welche. Also das ist nicht nur ein Problem der Bauchschlagader oder der Hauptschlagader. Die anderen sind natürlich nicht so gut zu erkennen, ne? Die im Kopf schon gar nicht. Also das ist auch meistens dann ein Zufallsbefund oder wenn der Patient mit einer Blutung halt kommt, wird die entdeckt. Ne? Aber dem Ultraschall zugänglich sind natürlich fast alle anderen Regionen. Die Schlagader im Brustkorbbereich natürlich nicht, weil da sind die Knochen dazwischen, die Lunge dazwischen. Also wenn sowas vorhanden ist, das kann man dann leider nicht mit Ultraschall kontrollieren. Das muss man dann mit dem CT kontrollieren. Aber ja, gibt es auch überall anders. Ein Beweis dafür, dass dieser Ultraschall also eine sehr gute Methode ist, das Aneurysma zu entdecken, ist auch, dass in den letzten Jahren, auch in den früheren Jahren 1990 und später, die meisten Patienten vom Urologen gekommen sind, die Männer. Das heißt, urologische Patienten werden oft mit Ultraschall untersucht, werden die Nieren untersucht und bei diesen Untersuchungen wird dann zufällig das Aneurysma entdeckt. Und das ist eigentlich ein Beweis dafür, dass der Ultraschall als Screening-Methode eine sehr gute Untersuchung ist, um das zeitig festzustellen. Was ist denn nun, wenn man eine prekäre Gefäßsituation hat, das heißt so eine Arteriosklerose hat, kann denn so ein Aneurysma an anderer Stelle wiederkehren? Und haben Sie solche Fälle schon gehabt? Ja, sicher. Sie haben es ja vorhin schon gehört, die Frau Oberzwendt hat gesagt, die Ursache ist die Arteriosklerose, also die Gefäßverkalkung. Und die passiert eben nicht nur an der Schlagader im Bauch, sondern passiert eben eigentlich an allen Gefäßen, ne, auch an Herzkranzgefäßen. Und die größeren Gefäße, die neigen eher zur Erweiterung und die kleineren zur Verstopfung oder zum Verschluss. Und das kann an allen Regionen passieren und die Ursache ist eben die Arteriosklerose. Es gibt noch ganz, ganz selten entzündliche Erkrankungen, wo das auch auftreten kann, aber das ist nicht das Thema eigentlich. Das Thema ist eben die Gefäßverkalkung und an den großen Schlagrädern kommt es häufig zur Erweiterung, weil das Gefäß von der Elastizität her den Druck nicht mehr halten kann. Bevor wir jetzt in die Diskussion eintreten, noch eine letzte Frage. Was ist denn nun, wenn so ein Aneurysma gerissen ist? Da ist ja nun Gefahr im Verzug, da muss ja nun schnell gehandelt werden. Was passiert dann und wie sind dann die Aussichten? Ja, da gibt es prinzipiell auch die zwei Möglichkeiten, dass man den Patienten so schnell wie möglich einer Therapie zuführt. Das ist prinzipiell operativ offen möglich und das ist auch durchführbar und kommt leider in unserem Patientengut auch vor. Dann wird vorher ein CT gemacht und meistens sieht man dann, wo das Problem sitzt. Patienten, die eine gedeckte Ruptur haben, also wo praktisch der Aneurysmasack zwar eingerissen ist, aber die Blutung in eine Region erfolgt, wo das Hämatom sich abdichtet von innen, die haben eine Chance und dann wird genauso nach den Kriterien natürlich viel, viel schneller entschieden, wie gehandelt wird. Und wir haben auch die Möglichkeit, bei uns in Gera notfallmäßig so einen Stent einzusetzen, eine sogenannte Notfallprothese. Die haben wir auch auf Lager in verschiedenen Ausführungen für Frauen, für Männer in entsprechenden Größen, sodass man also schnellstmöglich dann im OP auch so eine Ruptur abdichten kann. Was wir überhaupt nicht angesprochen haben zum Beispiel, sind auch traumatische Aortenverletzungen, also nach Verkehrsunfall beispielsweise, ne, Motorradunfall oder auch selbst mit PKW bei angeschnallten Patient, Hochrasanztrauma, kann es also vorkommen, dass die Aorta einreißt und auch da besteht prinzipiell die Möglichkeit der beiden Verfahren. Wichtig ist eben, dass der Patient so schnell wie möglich in die Klinik kommt, dort intensivmedizinisch erstmal stabilisiert, dann vorbereitet wird für die OP und dass das Ganze, sage ich mal, innerhalb weniger Zeit vonstatten geht. Aber man sollte nicht verhehlen, die Heilungsaussichten sind ungleich schlechter. Also man muss erstmal sagen, dass nur 50% der Patienten das Klinikum überhaupt erreichen. Die anderen 50 schaffen es gar nicht bis ins Klinikum. Und von den 50% wiederum hat die Hälfte eine Chance, sodass wir ungefähr bei
vorhin schon angesprochenen 20-25% der Patienten, die ein rupturiertes Aneurysma haben, haben eine Überlebenschance. Selbst wenn sie operiert sind und versorgt sind, heißt das noch nicht, dass sie überleben können. Das kommt dann in der Nachfolge auf der Intensivtherapie in den nächsten Tagen und Wochen oft zu Organproblemen mit den Nieren, mit anderen Organen, sodass man da also auch eine lange Intensivzeit hinterher hat. Und erst nach Abschluss dieser Intensivzeit kann man sagen, ja, er hat es geschafft. Und deswegen ist die Bedingung eigentlich, man muss ins Krankenhaus kommen, wenn noch nichts passiert ist. Deswegen sind wir heute hier. Das ist der ganze Sinn der Geschichte, damit das eben nicht eintritt, dass man notfallmäßig dann operieren muss. Ja. Also ich wollte es mal zusammenfassen, erhärtet nochmal den Fakt, den wir ja schon mehrfach hier benannt haben, die Möglichkeit nutzen, dieser Vorsorgeuntersuchung auf der sicheren Seite sein und seine Kasse, sofern sich das noch nicht bis dahin durchgesprochen hat, auch bedrängen und sagen, ja, das steht mir rechtlich auch wirklich zu. Gut, wir kommen jetzt zum zweiten Teil der Veranstaltung. Ihre Fragen sind im wahrsten Sinne des Wortes gefragt. Ich sehe hier einen Herrn. Vielleicht kann jemand mit dem Mikrofon, Katrin. Ja, guten Tag. Ich möchte mich nochmal recht herzlich bedanken, dass Sie so eine Veranstaltung heute machen. Das ist ja freulich. Aber ich habe ein ganz, ganz großes Problem. Und zwar ist bei mir von der Frau Doktor im Mai 2011 ein Aneurysma festgestellt worden. Von einer Gräse von 3,7. So, und jetzt habe ich in der Zeitung gelesen, Herr Dr. Lesser, Sie haben geschrieben, wenn einer ein Aneurysma hat, dann übernehmen wir. Und jetzt muss ich Ihnen sagen, ich habe die ganzen 6 Jahre keine Chance gehabt, bei Ihnen mal untersucht oder mal gemacht worden ist. Mir ist immer wieder gesagt worden, meine Hausärztin kann mich an Sie gar nicht überweisen. Wissen Sie, ich weiß gar nicht, wo wir eigentlich leben. Wenn ich höre oder denn die Überschrift lese, dass ich eine Zeitbombe hier hinne habe, dann bin ich, sagen wir mal, erbost. Und der Herr Doktor hat gesagt, er kennt keine oder es ist keiner gestorben. Ich habe alleine 3 in der Bekanntschaft, die dran gestorben sind, Herr Doktor. Aber das war auch Notfälle. Und jetzt wollte ich mal wissen, warum oder was stelle ich an, dass ich bei Ihnen mal bei einem Spezialisten mal untersucht werden könnte. So, also prinzipiell, die Untersuchungen, also die Ultraschalluntersuchungen, sind freilich möglich bei uns. Wir haben eine Vorlaufzeit von 4 bis 5 Wochen, was Termine betrifft. Also das ist an sich kein Problem. Das größte Problem ist aber, wie Sie schon sagten, und da sind uns leider die Hände gebunden, wir haben die Auflage oder ich habe die Auflage als am Krankenhaus ermächtigte Angiologin, ich darf ambulante Untersuchungen nur auf Überweisung von speziellen Fachärzten vornehmen, das sind also Kardiologen, Angiologen und Phlebologen. Das ist so vorgeschrieben und was anderes darf ich nicht. Punkt. Wir haben das also mehrfach bei der KV beantragt. Erst wurde das Ganze ganz abgeschmettert, dann wurde das mit dieser Auflage gemacht, mit der Begründung, es gibt Kollegen in Gera, die das ambulant durchführen. Ich weiß eigentlich nur von einer, die das macht und die hat im Moment, glaube ich, Anmeldezeiten von einem halben bis einem Dreivierteljahr. Und die Bauchschlagader, radiologische Praxen könnten das zum Beispiel genauso machen, ja. Das Screening zumindest, die Kontrollen theoretisch auch. Aber wie gesagt, das liegt nicht daran, dass wir nicht wollen oder können. Das liegt an den Vorschriften, die uns auferlegt werden von der Kassenärztlichen Vereinigung. Was raten Sie jetzt den Patienten? Was soll er tun? Ja, also wie gesagt, das Screening, das müssen nicht wir machen. Das kann jeder, der Ultraschall gelernt hat vom Bauch. Und die Kontrollen, wenn ein Aneurysma festgestellt wurde,
würden wir anbieten, dass wir das übernehmen, aber wir benötigen diese speziellen Überweisungen. Der Chefarzt Sesser benötigt eine Überweisung vom Internisten oder Chirurgen. Er darf wiederum den Ultraschall nicht durchführen. Die Radiologen dürfen ambulant keine CTs durchführen. Das dürften wir nur mit Einweisungen als vorstationäre Untersuchung. Das ist also alles furchtbar kompliziert. Aber nicht auf, also das ist nicht unsere Idee. Die Empfehlung ist aus meiner Sicht eigentlich, dass Sie Ihrem Hausarzt bedrängen und sagen, das soll sie zur Kontrolle entweder ans Krankenhaus beziehungsweise zu einem ermächtigten Arzt ambulant überweisen, der dann weitere Schritte einleitet. Das so ist der Gang der Dinge. Das stimmt auch, aber Sie können doch aber auch, es gibt doch auch niedergelassene Ärzte, die Ultraschall machen. Es gibt in der Praxis, in der Friedrich-Wolf-Straße, gibt es mehrere Radiologen, die Ultraschall ausgebildet sind, die also eine Ultraschalluntersuchung machen können. Ja, es gibt in der anderen Praxis in Biblach Radiologen, die Ultraschalluntersuchungen machen. Es gibt auch niedergelassene Hausärzte oder Internisten, die Ultraschall machen. Ich kenne allein zwei oder drei in Gera, die auch Ultraschalluntersuchungen machen. Dr. Sperling, Dr. Merkner. Es gibt einige, die das alle können. Ja. Und wir haben halt die Auflage, nur auf diese ganz speziellen Überweisungen Patienten zu behandeln oder zu untersuchen. Und ich muss noch mal ganz kurz was zu Ihnen, zu Ihrer Bemerkung sagen, was ich gesagt habe über die Heilungschancen, das betraf die elektiven Operationen, die Patienten, die nicht als Notfälle ins Krankenhaus gekommen sind. Gut, also keine Böswilligkeit, sondern das sind einfach bürokratische Hürden, die eingebaut sind und Sie müssen dann wirklich versuchen, wahrscheinlich bei Ihrer niedergelassenen Ärztin eine Überweisung zu bekommen in radiologische Praxis. Weitere Fragen, ja? Ich möchte erstmal ein herzliches Dankeschön sagen an das SRH Gera-Waldkrankenhaus. Ich gehe jährlich zu den Veranstaltungen, die jährlich ein bis zweimal stattfinden, unter anderem vor 3 Jahren war ich bei der Frau Dr. Oberärztin Fendt, die hat bei mir ein erhöhtes Erweiterung festgestellt und da hat sich mir ein Ausweis ausgestellt von SRH und da bin ich zu meinem Vorarzt gegangen, über meinen Hausarzt und jetzt bin ich jährlicher Kontrolle. Und was ich gerade gesagt habe, was Ihr Mann gesagt hat, man muss sich ja bewegen, junger Mann. Ja, sag ich. Also es gibt diesen Aneurysmenausweis, wo dann eingetragen wird im Klinikum, wann untersucht worden ist und wie das Aneurysma gewachsen ist. Weitere Fragen zum Thema? Ja, ich habe eine Frage zu der Zeit zwischen der Erkenntnis eines Aneurysmas und bis zum Wachsen der Größe von 5,4 bei Männern. 5,5 wird operiert eventuell, aber kann ich in dieser Zwischenzeit als Betroffener mich irgendwie besonders verhalten? Was muss ich beachten? Was könnte ich selber tun, um die Sache eventuell einzuschränken oder zu verhindern? Dankeschön. Also die Zeit vom Erkennen bis zu dem Endwachstum meinetwegen ist völlig unbestimmt. Ne? Das kann auch so bleiben. Das muss auch nicht weiter wachsen ewig. Ja? Deswegen muss man es halt kontrollieren. Und man sieht das ja dann, wenn man jährlich kontrolliert und es wächst also gar nicht, kann man die Abstände viel größer machen, zweijährlich vielleicht. Dazu kann man eigentlich nichts sagen. Es gibt auch, die wachsen in einem halben Jahr einen Zentimeter, das ist ein hohes Risiko. Das heißt, es muss immer wieder kontrolliert werden. Und da braucht man eben jemanden, der einen Ultraschall kann. Und wie auch immer, also es geht wirklich nur auf die spezielle Überweisung von Angiologen bei unserer Oberärztin. Das ist halt so von der KV festgelegt. Da können wir nichts dran ändern. Das Zweite war, was Sie selber müssen eben auf die Risikofaktoren achten, die da angesprochen sind. Ja? Bluthochdruck, nicht rauchen, Zucker kontrollieren lassen, Fettstoffwechsel mal messen lassen, die Werte und so weiter und therapieren. Das ist das Allerwichtigste. Ganz normal körperlich bewegen, leichten Sport treiben, ganz schwere körperliche Arbeiten, vielleicht etwas zurückhaltend sein. Mehr kann man nicht tun. Gut, noch eine weitere Frage im Publikum. Ich habe eine Frage, wie viele Jahre so ein Stent hält? Ich habe jetzt schon 2 Jahre ein, wie viele Jahre hält der noch?
Der sollte ein Leben lang halten, natürlich. Ne? Aber was ist schon von ewiger Dauer? Das wissen wir, im Leben ist nichts von ewiger Dauer. Ne? Wichtig ist wirklich, dass dieser Stent, wenn er denn implantiert worden ist, indiziert war und, sage ich mal, so implantiert wurde, dass er eben keine Komplikationen bereitet. Ne? Aber genauso wie die offene Operation, dort kommt ja letzten Endes auch ein Stück Kunststoff Gefäß in den Körper. So können Sie, so wie Sie auf alle möglichen Dinge reagieren können, beziehungsweise ja, kann der Körper auch das Implantat mal nicht vertragen und abstoßen. Ne? Aber die Medizintechnik hat mit den Entwicklungen, die heute auf dem Markt sind, Materialien erfunden und bereitgestellt, die also, wenn sie dann implantiert sind, halten. Wir haben natürlich, und das können Sie auch im Internet nachlesen, beziehungsweise das kann man recherchieren, gibt es natürlich auch gelegentlich Fälle, wo so ein Stent explantiert werden muss, also ausgebaut werden muss, ne, weil er eben entweder gebrochen ist oder undicht geworden ist oder eben sich eine Entzündung gebildet hat, die sich bei jeder anderen Operation auch bilden kann. Ja, aber wenn Sie mich jetzt direkt fragen, wie lange der Stent bei Ihnen halten soll, wenn er jetzt 2 Jahre drin ist, dann sage ich Ihnen einfach bis zum Ende. Wollen wir es hoffen. Und er rostet nicht. Ja. Dann habe ich noch eine Frage. Ich bin voriges Jahr operiert worden bei Ihnen im Haus und war immer alle halben Jahre bestellt zur Nachuntersuchung, zum Angio-CT. Das wurde auch immer gemacht. Dieses Jahr ging das nicht mehr, da haben sie mich in die Friedrich-Wolf-Straße geschickt und da bin ich dann mit der CD, die die dort angefertigt haben, zu ihnen hochgekommen ins Klinikum und der Oberarzt Frisch hat das dann begutachtet, weil das mein Hausarzt bestimmt nicht so gut kann. Der ist ja ein Allgemeinarzt und kein Gefäßchirurg. Geht das weiter so, wenn ich jetzt im Frühjahr, März, Müsste ich wieder zur Untersuchung, gehe ich in die Wolfstraße, da darf mein Hausarzt mich überweisen und mit der neuen CD darf ich da wieder ins Klinikum kommen, zur Begutachtung. Also die CT-Untersuchung ist im Krankenhaus prinzipiell möglich, aber wir haben 1000 Patienten, wir haben 2 CT-Geräte und die laufen fast rund um die Uhr, sodass die also, wir nicht in der Lage sind, für alle ambulanten Patienten CT-Kontrollen zu machen. Deswegen gibt es in Gera 2 Praxen, in der Friedrich-Wolf-Straße und in Biblach, die beide einen CT haben, die das genauso gut können. Die Untersuchung ist standardisiert und wird genauso durchgeführt. Mit der CD, die kommen Sie zu uns, die können wir an unseren Rechnern ansehen, können das begutachten und so würde das auch weiterverfahren. Und die Überweisung zum CT kann der Hausarzt machen, die Überweisung zu uns ist wieder eingeschränkt. Aber das wissen Sie ja bereits, wie es geht. Ja, was ich noch sagen wollte, man muss aber dann nicht, sagen wir mal, lebenslang alle Jahre oder alle halbe Jahre ein CT machen. Je länger der Eingriff zurückliegt, desto größer werden dann auch die Untersuchungsabstände und man kann dann auch auf den Ultraschall selbstverständlich zurückgreifen, um die Kontrolle durchzuführen. Man muss nicht immer nur ein CT machen. Denn Sie können sich vorstellen, ein CT pro Jahr in 10 Jahren, da summieren sich auch die Strahlenbelastung ganz schön, ne? Ja, ich habe noch eine Frage. Wir haben ja nur mitbekommen, dass die Männer das Glück haben, ab 65 die Untersuchung kostenlos durchführen zu lassen. Aber der Dr. Lesser hat bewusst ja auch die Frauen angesprochen. Und was generell eine Frage sein wird, was vielleicht doch jeden interessiert, ist, was kostet eigentlich diese Untersuchung? Denn ich habe da schon mal einen Arzt gefragt, die machen das so, die... Aber ich gehe mal davon aus, hier ist das Fachgremium. Vielleicht kann der uns sagen, was so eine Untersuchung kostet. Danke. Also Kopfschütteln hier. Also so ganz genau können wir das nicht. Aber nach Aussagen von Kollegen und so weiter ist das eine einfache Ultraschalluntersuchung. Da gibt es eine bestimmte EBM-Nummer, die der ambulante Arzt dann angibt. Diese Nummer hat er gemacht. Und da braucht man keine Farbe, kein Duplex und gar nichts. Also zur Farbe, wie Sie hier gesehen haben, braucht man nicht zum Früherkennen. Und die Kosten liegen so bei 18 bis 25 Euro. Ja. Und die kriegt man schon hin noch. Gut, gibt es noch weitere Fragen im Publikum? Ja, meine Frage ist ja zum Beispiel, ich bin jetzt etwas jünger wie 65
Und 2015 wurde bei mir festgestellt, eine Erweiterung von 4 Zentimetern. Und passiert ist bei mir nichts, weil das Problem ist bei mir noch, bei mir kann kein CT gemacht werden, weil meine Nieren geschädigt sind. Jetzt meine Frage, wo wende ich mich jetzt hin? Und wer bezahlt mir dann die Untersuchung? Also wenn Sie, wir reden heute über die Screening-Untersuchung. Das ist die Untersuchung, um ein Aneurysma zu suchen. Wenn Sie eins haben, dann gehören Sie ja nicht mehr zu der Screening-Gruppe. Dann sind Sie erkrankt an der Aneurysma. Und dann ist natürlich die Folgeuntersuchung kostenlos. Das ist wie beim grünen Star. Die Untersuchung des Augendrucks beim Augenarzt, auf der Kost bezahlen Sie 40 Euro. Wenn Sie den grünen Star haben, wird die Untersuchung regelmäßig kostenlos gemacht, weil dann sind Sie ja krank. Und deswegen ist es auch hier so. Sie müssen also die Folgeuntersuchung eigentlich nicht bezahlen. Denn das ist ja die Kontrolle einer Erkrankung. Ne? Und die Untersuchung kann, wie gesagt, wieder jeder machen, der eine Erfahrung hat im Ultraschall. Es muss keine spezialisierte Untersuchung sein mit dieser Farbduplex-Sonographie, was wir hier gesehen haben. Ne? Dr. Liss hat noch mal ergänzt. Aber Sie müssen regelmäßig jetzt in Kontrolle bleiben bei 4 Zentimetern. Das habe ich nämlich rausgehört, dass es keiner macht. Ja, also das ist ja schon Erweiterung. Ja, also es muss jetzt eine regelmäßige Kontrolle sein. Und das muss einer in die Hand nehmen, der den Ultraschall kann und das macht. Und Sie können dann gerne auch mal in die Sprechstunde kommen mit dem Befund. Oder Sie kriegen eben diese Überweisung vom Kardiologen an die Frau Fendt, dass die Spezialistin noch mal guckt. Also da müssen Sie dranbleiben. Ja. Also die Überweisung besorgen und dranbleiben an dem Krankheitsbild. Ja, noch eine Frage im Publikum. So schnell kriegen Sie das Expertengremium nicht wieder zusammen. Herr Chefarzt Lesser, Sie hatten ja gesagt, welcher Personenkreis besonders gefährdet ist. Ich wollte mal nachfragen, ob der eventuell erweitert werden müsste. Wir haben ja in unserer Zeit immer mehr Krebspatienten, die oft in relativ jungem Alter mittlerweile eine Therapie erfahren, eine Chemo oder eine Bestrahlung. Bestrahlung vor allen Dingen meine ich in dem Fall im Bauchraum, Chemo allgemein, was sich ja nicht besonders gut auf die Gefäße auswirkt. Sollten diese Patienten nach so und so vielen Jahren, insbesondere wenn sie ins Alter kommen, über 60, dort auch mal nachschauen lassen? Haben Sie da Erfahrungen in diesem Gebiet? Also das sind wenige Patienten, wir haben jetzt dazu keine großen Erfahrungen, aber es ist logisch, dass wenn eine Bestrahlung auf ein Gefäß, wie zum Beispiel Bauchschlagader erfolgt ist, dass das natürlich dort Veränderungen machen kann und dass man da schon einmal gucken sollte. Das würden wir schon empfehlen. Ja. Das kann eine Verengung sein, Arteriosklerose, die entsteht, oder eine Erweiterung auch. Es ist immerhin eine Bestrahlung der Gefäßwand mit Entzündung und Folge. Einmalig mal kontrollieren, das wäre in Ordnung. Gut, letzte Möglichkeit, Frage an den Mann oder die Männer zu kriegen. Ja, eine Frage. Herr Doktor, erwähnte vorhin, dass bei Behandlung immer gewisse Kontrastmittel angewandt werden. So, und habe ich herausgelesen, dass diese Kontrastmittel im Körper bleiben. Also sie gehen nicht mehr heraus. Und diese Kontrastmittel würden dann quasi die Nieren sowohl auch das Gehirn schädigen. Stimmt das oder stimmt das nicht? Deswegen die Frage. Ja, das ist eine ganz interessante Frage. Hier muss man ganz speziell unterscheiden zwischen MR-Kontrastmittel und CT-Kontrastmittel. Wenn wir erstmal beim CT bleiben, das ist also ein jodhaltiges Kontrastmittel, was benötigt wird, um die Dichte des Blutes anzuheben, dass wir es im Röntgenbild sehen können. Ne? Der Röntgenstrahl wird praktisch, wenn das Gefäß mit Kontrastmittel gefüllt wird und der Röntgenstrahl durchstrahlt das Gefäß, dann wird praktisch dort mehr Röntgenenergie absorbiert und damit können wir das auf dem Röntgenbild sehen. Diese Kontrastmittel haben die Eigenschaft, dass sie, oder nicht die Eigenschaft, die müssen alle über die Niere eliminiert werden. Und Patienten, die eine eingeschränkte Nierenfunktion haben, dort es ist prinzipiell so, dass das Kontrastmittel trotzdem ausgeschieden wird, aber es kann sein, dass das länger dauert. Und eine bereits vorbestehende Nierenschädigung kann durch diese hohen Kontrastmittelmengen, also wir brauchen hier auch eine gewisse Menge, um diese große Schlagader, wie man hier sieht, auch zu kontrastieren, diese Kontrastmittelmenge, die kann beim Patienten, der eine Nierenfunktionsstörung hat, gefährlich werden. Ne? Und das kann im schlimmsten Fall bis zum
akuten vorübergehenden Nierenversagen führen. Und deswegen ist es ganz, ganz wichtig, dass eben im Vorfeld Patienten, die so eine Untersuchung bekommen sollen, abgecheckt werden, also untersucht werden, was die Ursache dieser Nierenerkrankung ist. Und dann kann man auch Maßnahmen ergreifen, um diese Ausscheidungsfunktion der Niere zu verbessern. Das, was Sie gelesen haben und was Sie meinen, das ist dieses Kontrastmittel, was man unter Umständen bei Darstellungen im MRT gibt. Und da hat man in den letzten 10 Jahren an großen Forschungsreihen erkannt, dass bestimmte gadolinium-haltige Kontrastmittel sich im Gewebe richtig ablagern. Die kreisen also im Blutkreislauf genauso wie alle anderen Medikamente und alle anderen Kontrastmittel, aber die haben eben die Eigenschaft, dass sie nicht komplett aus dem Körper über die Niere oder über die Leber ausgeschieden werden, also dann letzten Endes über den Stuhlgang ausgeschieden werden, sondern sich eben in bestimmten Organen anreichern können. Und diese dafür verantwortlich gemachten MRT-Kontrastmittel, die sind mittlerweile auch vom Markt genommen worden. Oder es gibt ganz strenge Indikationen, wo die nur genommen werden dürfen. Und dann auch nur dort, wo die Nierenfunktion in Ordnung ist. Aber das sind zwei völlig verschiedene Dinge. Wir sprechen hier bei der Diagnostik des Bauchaortenaneurysmas vor Operation oder vor therapeutischem Eingriff eigentlich vom CT. Ne? Und es gibt halt Patienten, die nicht untersucht werden. Wir haben hier einen im Zuhörersaal ja sitzen. Dort muss man eben dann auf den Ultraschall zurückgreifen, beziehungsweise muss die Intervalle für so eine CT-Untersuchung möglichst lang gestalten, damit die Niere nicht unnötig belastet wird. Was mich selbst interessiert, spezielle Untersuchungsmethoden ohne Kontrastmittel gibt es da aber auch. Ja, in der Angiografie, also Angiografie ist ja praktisch die bildliche Darstellung von Gefäßen. Da gibt es noch die Möglichkeit, dass man völlig losgelöst von Kontrastmittel eine Gefäßdarstellung mit CO2-Gas macht. Das Problem hier ist, dass dieses CO2-Gas nirgendwo anders als in die Bauchschlagader kommen darf. Also das darf nicht zum Beispiel ins Gehirn kommen. Und in dem Eingangsvortrag vom Schäferz-Lesser haben Sie ja gesehen, die Hauptschlagader geht aus dem Herzen ab und von dieser Hauptschlagader zweigen viele Gefäße für die Armdurchblutung, für das Gehirn, für die Herzdurchblutung, also die Koronargefäße. Die werden ja alle aus dem Blut, aus der Herzschlagader versorgt. Und dieses CO2-Gas, was man jetzt zum Beispiel für die Darstellung der Becken- oder Beingefäße nutzen kann, das kann man eben nicht kritiklos, sage ich mal, in der Hauptschlagader anwenden. Außerdem ist die bildliche Darstellung schlechter und zum Beispiel im CT, also man kann das nicht über die Vene spritzen und dann versuchen, die Gefäße darzustellen. Das würde also wirklich nur direkt gehen, wenn man Gefäße punktiert und dann den Katheter, über das man das Kontrastmedium, also in dem Fall dieses CO2-Gas, in den Körper bringt, wenn das unterhalb des Zwerchfells bleibt. Man kann sowas in Einzelfällen, und das haben wir auch schon gemacht, natürlich intraoperativ dann anwenden. Ne? Wenn es also nochmal darum geht, das Abschlussbild zu kontrollieren, nochmal eine Angiografie machen, da kann man das CO2-Gas nehmen. Aber eben leider nicht fürs CT oder eben für die Abklärung der oder für die Planung der Untersuchung. Gut, wir wollen es auch nicht unnötig in die Länge ziehen. Ist ja noch ein schöner Vorabend. Letzter Tag im August. Falls es also keine Fragen mehr geben sollte, dann bedanke ich mich erstmal bei den Mitdiskutanten. Frau Wendt hat einen Anschlusstermin, die ist also schon weg. Ich will Sie noch hinweisen auf die nächste Veranstaltung in dieser Reihe Mehr Wissen. Die findet am 8.11. statt, wieder 17 Uhr, wieder hier an diesem Ort. Unter anderem wird Chefarzt Winter von der Orthopädie über Knie- und Hüftgelenksersatz sprechen und wir würden uns alle freuen, wenn Sie dann wieder mit von der Partie wären. Ansonsten wünsche ich Ihnen einen guten Nachhauseweg. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.